Hallo, herzlich willkommen hier bei Rising World. Heute sind wir mal wieder dran, weil war ja in der letzten Zeit sehr viel los bei mir. So, heute war ich eigentlich den ganzen Tag, fast den ganzen Tag dran und habe da was gebaut und weitergemacht. So, und dann geht's jetzt gleich los und dann wollen wir ja den Bauernhof machen. Ihr seht, ich war Steine sammeln. Ich hatte heute so viel Steine gebraucht, oh, mega viel. Ja, ihr seht schon. Habe ich heute alles gemacht und zigtausende Steine gebraucht für das. Also ich bin noch nicht fertig mit dem. Oh, jetzt wird es gerade dunkel. So, was ich euch zeigen will, ich habe hier weitergemacht. Hier eine Holztreppe, extra für den Adrian. Hier habe ich fertig gemacht. Weil das ist auch mal steht. Unsere Stadtmauer. Und ihr seht hier, da kommt noch ein Haus hin, da wo der Mauszeiger ist. Da will ich noch so ein altes, rustikales Haus machen. Weil das Haus passt jetzt nicht dazu zum Thema, weil so Mittelalter habe ich vor zu machen. Wo auch ja, so alte Häuser, wo schon zusammenfallen. Und deswegen habe ich auch die alten Pflastersteine genommen. Und das Haus, wahrscheinlich werde ich da andere Mauer nehmen. Dass es wenigstens noch so rustikalisch aussieht. Da wo schon fast zusammenfällt. Ja, ihr seht, da hinten habe ich auch gemacht heute. Also ich war sehr fleißig. Hier. Ja, die Türen gehen ja nach innen auf. Ihr seht, unsere Stadtmauer steht. Hier habe ich jetzt noch was gemacht, dass keine Bären und keine Ungeziefer da reinkommen. Da. Aber da kommt auch noch was hin. Das will ich da wegmachen, weil ich will da noch das Schloss hinmachen. Da kommt dann, ups, ich sehe nichts voll, weil lauter Bäume. Da will ich dann ein Ding hinmachen, eine Burg da oben. Das heißt, die Bergspitzen weg da, dass alles ein bisschen begradigt ist. Da kommt dann noch eine große Burg hin. Das gibt dann ja ziemlich eine große Angelegenheit. Und ihr seht, voll dran. Und dahinter habe ich schon angefangen. Wie ihr seht, das gibt dann den Stall. Upsa, upsa, upsa. Dass man den Stall machen kann. Also so Schweine oder Rinder. Ne, Schweine eher, Rinder nicht. Die Schweine müsste ich aber noch sammeln. Das Problem ist, die lassen sich nicht fangen. Die blöde Viecher. Die fressen auch nichts. Die stehen einfach nur da und gucken die stumm an. So. Und zack. Mal gespannt, wie das wird da. Ich habe schon so eine kleine Vorstellung, wie das wird. Aber ich habe kein Licht. Oh, ihr seht, wenn ihr nicht sicher seid, welchen Block, da könnt ihr da schauen. Block. Und da. Und das ist 66, genau. Mega. So. Ein roter Bereich. So, weiter geht's. Ich habe gerade einen Zug in der Tür, in der Wohnung gehabt. Schlimm, die Güterzüge. So. Ah, ja genau, wo macht man die Tür hin? Die Tür, die machen wir am besten da hin. Da muss man da wegmachen. Da kommt dann die Tür hin. Schon immer so eine schäbige alte Türe, wo schon auseinanderfällt. Ich hoffe nur, unser Holz langt. Ich war heute so fleißig. Okay. Muss ich holen. Ja, wenn jetzt stehen hier so viele Bäume rum, dann machen wir das. So.
Ihr seht, es ist so ein Schönheitsfehler hier. Passt nicht. Also da ja das so mittelalterlich sein soll, habe ich hier auch die ganze Lampe weggemacht. Weil nie auch ausgetauscht. Und die kommen dann auch nur weg. Weil dass es ja nach mittelalterlichem aussieht. Oh je, langt, 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 langt. So, holen wir unsere Holztürrahmung ab. Die schäbische Holztüre. Ja, super. Ja, nehmen wir die. 12 Holz. So. Das muss man immer hier machen. So. 1, 2, 3. Da haben wir unser Holz. So. Türen. Ah. Genau. So. Da haben wir die Türe. Den haben wir noch. Lampen. Juhu. So. Fenster kommen keine rein, weil im Stall habe ich noch keine gesehen. Aber das ergibt sich dann noch, wie das wird. So. Einfach hochbauen. Also ich mache ein flachen Dach, flaches Dach. Weil das da ja, weil mit dem schiefen Taschenschwert wieder so hoch und das wäre nicht gut. So ein großes Dach, deswegen aber mal ein flaches, macht nichts. Was ich jetzt noch machen würde, wäre so ein altertümlicher Spielplatz. Wenn es das. Ja. Oder ich mache einmal die Neuzeit und einmal die alte Zeit oder andersrum. Dass ich in der Ecke der Ding mache, antik, halt altertümlich und irgendwo ganz hinten weiter weg dann die Neuzeit mache. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Ihr könnt mal ja sagen, was ihr, wie ihr das findet. Mit dem. Aber jetzt merke ich da was. Das stimmt hinter nicht hier. So. Jetzt, genau. So. Okay. Na, dann tun wir mal weg da. Das stört. Also wenn euch die, wenn es euch zu lästig ist, könnt ihr einfach gerade entweder fortschmeißen oder wenn ihr noch so eins habt oder zwei, könnt ihr ja hinsetzen und wieder wegmachen. Das wäre einfacher. So, ich glaube wir brauchen das ganze Holz hier. Dann nehmen wir halt alles. Ein Holz kann man immer gebrauchen. So. Fliegen. So. Und von oben geht es halt doch besser. So. Also, wenn ihr noch eine Idee habt wegen Bauen, so Mittelalter, könnt ihr ruhig sagen. Ich gucke, ob ich es umsetzen kann. Weil, ja. Das wäre schon cool, wenn ihr da auch mal Kommentare schreibt, wie ihr das gefällt, wie euch das gefällt, nicht wie ihr das gefällt, wie euch das gefällt, so was ich baue und ja, was man noch bauen kann, so mittelaltermäßig, weil schlecht wäre es ja nicht, Hilfe zu bekommen. Also Leute, schreibt rein, was ihr, ja, sagt. Und wir können ja mal zusammenspielen, der was hat. Das wäre ja auch nicht schlecht. Würde mich sogar freuen. Wenn es, ja,
gehen würde. Aber es liegt an euch. Die von außen auf, ja. So, und das könnt ihr alles mit der Pfeiltaste, könnt ihr da drehen. So. Und, tata. Jetzt gucken wir mal, wie die aufgeht. Jawohl. Ganz nochmal im Geschmack. So, und jetzt tun wir Licht setzen, weil ich sehe nichts, bin blind. Boah. Erschreckt mich doch nicht so. So. Ihr seht, funktioniert wunderbar. Jetzt haben wir wenigstens Licht. Da können wir auch noch eine hinsetzen. So. Und. Ha. Das, die restliche Lichter setzen wir dann, wenn wir soweit sind. Also da ist dann der Stall und da kommt dann der Bauernhof her. Und da oben die Burg. Oh, cool. Wird sicherlich cool werden da. Genau. Ja, mal gucken. Was man da noch macht. Ah, das ist das Gras, wo man gesammelt hat da. Das ist so das Lager. Und da kommen dann die, ja, so Gitter rein da. Und da unter so einen Weg. Dann haben wir noch, können wir ja mal den Weg setzen. Dass ich mal ein bisschen Ding hab. ja, vom mit dem Bauen von der Gitter. Also da läuft man und da kommen dann die. Dann können wir ja gleich mal eins bauen. So. Jetzt gucken wir mal. Da brauchen wir, jetzt muss ich gucken, weg. Geländer, ja. Das sind die, wo wir brauchen. Also 8. Da hole ich schon mal 32. Mittel. Also da auf 8 einstellen und da geht es viel leichter. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Also 10 Stück. Brauchen wir so viel. Da. Die können wir auch nehmen. So. Und dann wird man sehen. Und die habe ich. 10 Stück hat es gegeben, okay. Oh. Genau. So, das wäre ich jetzt sehen, wie es dann ist mit dem Weg, weil das müssen dann zusammenpassen. So, wie breit sind denn die? So ungefähr. Hm? Mal ein bisschen Platz. So, jetzt heißt es wieder gucken. Ich weiß sowieso wieder, wie es rauskommt. Brauchst du dann wieder so viel von dem. So, aber wenn es jetzt nicht ganz stimmt, das macht jetzt nichts. Ah, cool. Und so, wenn ihr so von der Seite kommt und dann, ich lasse es jetzt mal. Okay, ihr seht, hat jetzt nicht ganz gelangt. Aber ist jetzt nur mal zum gucken. Ha, wie geil ist das denn? Ach, da können auch wieder mit der Pfeiltaste drin. So, jetzt muss man da mal gucken. Wie viel das funktioniert. Und wie weit das man gehen kann. So, ihr seht, das wird dann noch so gegangen. So, ihr seht, das ist jetzt ein bisschen verrutscht und die Gitter sind jetzt auch nicht gerade.
Aber nur mal zum Zeigen, wie viel. Also, das heißt, man setzt jetzt dahin, um zu schauen, wie viel, wie weit man rutschen kann. Da haben wir die Tür. Und dann können wir nochmal hier probieren. So. Probieren wir gerade, dass man drei Stück hintereinander kriegt. Zwei. Drei. So. Oh, wie geil ist das denn? Normal funktioniert es nicht. So. Oh, wie geil. Oder meint ihr, drei sind zu viel? Nö. Genau, passt schon. Aber jetzt stimmt es da wieder nicht. Ah, was eine Rechnung. Ja, das heißt, kein Holz mehr. So, vielleicht langt es ja, mal gucken. Glaube ich aber nicht. So. Auch wenn es jetzt nur zwei sind, macht es ja nichts. Die können ja dann hin und her laufen. Das soll ja so sein. Aber hier, das gefällt mir nicht hier. Das muss weg. Alles muss raus. So. Am besten macht man immer, ja, da anfangen und rein und dann erst die, weil schon springt es nichts. Das hat man ja gesehen. So. Ich hoffe, die Sendung hat euch soweit gefallen. Ich gebe mein Bestes und ich hoffe auf rege Kommentare von euch. Auch alleine Stadtmauer hier. Sieht doch cool aus, oder in der Nacht? Da. Und hier will ich so ein altes, verrutzeltes Haus machen da. Dadurch die Wände ändern. Gefällt mir nicht. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja. Dann hoffe ich doch. Und am Sonntag, Herr Mayer, habe ich ja Abo mit der Abonnenten. Spielen wir ETS, also um 18 Uhr. Fängt es an. Alle weiteren Infos auf meiner Seite auf Facebook. Da könnt ihr auch reinschreiben, ob ihr mitfahren will oder nicht. Und TS-Daten sind dann auch auf der Seite. Also, ich würde mich freuen, wenn ein paar mitmachen würde von der Abonnente. Das deswegen, ja, ich freue mich auf euch. Dann bis am Sonntag dann. Tschüss.